Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen Infovideo. Es gab jetzt ja in letzter Zeit länger keins mehr und darum wollte ich jetzt mal auf die ganzen Neuheiten und so, die jetzt demnächst kommen werden, gehen werden oder was weiß ich nicht alles ansprechen. Gibt ein bisschen was zu erzählen. Positive Dinge wie auch vielleicht negative Dinge, man weiß es nicht genau. Und ja, ich werde mal zu jedem Let's Play jetzt sagen, was mir einfällt und ja, leg mal los. Also, momentan haben wir ja als erstes Let's Play in New Beginning. Das scheint bei euch ja auf große Begeisterung gestoßen zu sein, was die Klickzahlen angeht. Das gefällt mir ja sehr gut. Nach New Beginning ist ja momentan eingesetzt für Assassin's Creed 4. Da muss ich sagen, wird es wahrscheinlich danach noch ein zweites Let's Play geben. Ich bin noch nicht dazu gekommen, in der Lage gewesen, Assassin's Creed 4 nachzustellen. Bei mir sind jetzt momentan die Prüfungen vorbei gerade. Ich habe jetzt letzte Woche Prüfung gehabt und es geht ja auch noch weiter. Ich habe ja im Juli habe ich auch noch mal eine Prüfung, bevor ich dann meine Lehre abschließe. Dazu komme ich aber später noch mal. Deswegen ist Assassin's Creed 4 momentan noch nicht nachgestellt. Deswegen wird es wahrscheinlich ein zweites Let's Play nach A New Beginning folgen. Ja, so viel dazu erstmal. Das wird wahrscheinlich in der Adventure-Riege sicher sein oder vielleicht wird es auch eine. Doch, wird bestimmt Adventure sein. Mal schauen. Das zweite Let's Play. Und hier kommen wir zu dem Problem, was ich momentan habe und wozu ich gerne den Rat von vielen Leuten hätte, brauche, also von euch auf jeden Fall brauche. Und wo ich auch schon dem Wolke und so gefragt habe, wie es damit weitergehen soll. Und zwar haben einige das vielleicht schon mitbekommen im Let's Play, dass ich öfters mal Kopfschmerzen hatte jetzt bei Minecraft. Und ich habe das erst gedacht, dass es an den Texture Packs liegt, aber es liegt wohl allgemein an Minecraft. Oh, da ist mein Bildschirm schon. Ich habe früher mal eine Autofahrt. Naja, mir wurde halt schlecht schnell beim Autofahren. Das hat sich nach der Zeit gelegt. Und es scheint so, als wenn diese alte Behinderung, möchte man sagen, wieder aufkreuzt. Deswegen kriege ich beim Minecraft-Spielen jetzt wirklich regelmäßig nach einer halben Stunde Kopfschmerzen. Das ist natürlich mega schlecht und unförderlich fürs Minecraft-Let's Play. Ich möchte das Minecraft-Let's Play ja ungern wirklich absagen, aber das Problem ist wirklich mit dieser momentanen. Ich habe jetzt gerade schon wieder versucht aufzunehmen, es geht einfach nicht. Ich kriege nach einer Viertel bis halben Stunde Kopfschmerzen, ich kann so nicht aufnehmen. Das macht euch nicht Spaß, das macht mir nicht Spaß, es macht mir vor allem nicht Spaß und euch macht es dann nicht Spaß, mir zuzuhören, wie ich dann lallernd vor mich hinrede und nur dabei bin, die Kopfschmerzen irgendwie zu vergessen. Deswegen bin ich momentan wirklich am Überlegen. Ich muss es einfach so hart sagen, wie es ist und ich möchte es jetzt auch nicht so machen, wie das beim Gronkh gewesen ist, dass ich einfach aufhöre. Ich bin am überlegen, ob ich das Minecraft-Let's Play für eine Weile aussage und andere Let's Plays dem Vorlauf lasse, weil es, wie gesagt, es macht einfach keinen Spaß momentan mit Kopfschmerzen aufzunehmen jeden Tag und jeden Tag, oh mein Gott, ich habe noch zwei Folgen, ich muss aufnehmen und dann zwänge ich mich wieder durch drei Aufnahmen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass ich verdammt viele kleine Aufnahmen bei Minecraft mache und eigentlich jede zweite, dritte Folge wieder neu ankündige. Hallo, hier bin ich wieder. Es ist momentan echt krass. Ich würde es gerne beenden, andererseits weiß ich nicht, wie ihr dazu steht. Ich frage euch deswegen vorher trotzdem nochmal, ich werde dann entscheiden, wie es weitergeht. Wolke habe ich auch gefragt, der wird nachher mit mir darüber mal reden und werde auch mal um Warbase fragen und so. Ja. Das ist dazu, das ist die negative Nachricht. Ich weiß noch nicht, was ich dazu sagen soll, deswegen springe ich einfach mal zum nächsten Thema und lasse es wirken. Wäre nett, wenn ihr wirklich euch beteiligt unter dem, wenn euch das Minecraft-Let's Play lieb und teuer ist, dann solltet ihr euch da mal jetzt beteiligen und da mal runterschreiben, wenn ihr das jetzt seht und was eure Meinung dazu ist. Ja, das dritte Let's Play ist ja momentan League of Legends. League of Legends ist so eine Sache. Ich bin ja momentan noch recht neu bei League of Legends, das wissen sicher die, die das Let's Play gucken. Darum sind die Videos zu 50% oder vielleicht auch zu 80%, ich kann es nicht genau sagen. Wenn sich ein Profi das anschaut, der denkt sich bestimmt, oh mein Gott, was tut der da fabrizieren? Wir spielen das Let's Play ja eigentlich aus dem Grunde, dass ich euch Champions zeige. Es ist ja nicht der Grund, dass ich euch zeige, wie man mit den Champions richtig spielt. Es ist genau eher umgedreht, dass ihr mir dann im Endeffekt sogar noch zeigen könnt, wie man das macht, da ich die Champions ja nicht kann. Einerseits könnte ich das Let's Play natürlich weiterführend machen. Das heißt, ich lasse es einfach noch bis Folge
100, vielleicht sogar 200, oder Bildschirmschoner, 200 gehen. Das wäre ja absolut kein Problem. League of Legends ist ja sowieso momentan das Spiel, was ich in meiner Freizeit hoch und runter suchte. Wie gesagt, das wäre absolut kein Problem. Ich habe aber noch ein anderes Let's Play geplant. Das bin mir noch nicht sicher, ob ich es mit zulege. Ich mache keine heiße Diskussion raus. Es wurde ja angekündigt, dass Watch Dogs jetzt demnächst rauskommt. Im Juni, Juli, Anfang Juni, Ende Juli, keine Ahnung. Ende Juli. Bäh. Ich bin am überlegen, ob ich mir Watch Dogs zulege. Und das Let's Play mit euch müsstet ebenfalls ihr entscheiden, wie sehr ihr das wollt. Ist halt eine preismäßig sehr krasse Anschaffung. Könnte ich aber eigentlich, hätte ich Bock drauf, muss ich sagen. Ja, das ist so das, was da ist. Ist halt die Frage, wenn ich jetzt das Minecraft Let's Play abbrechen würde oder zur Ruhe kommen lassen würde, vielleicht legt sich das ja wieder. Ich weiß nicht, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich war deswegen auch noch nicht beim Arzt oder so. Keine Ahnung. Wenn es zur Ruhe kommen würde wieder, dann würde das Minecraft Play irgendwann wieder aufgenommen werden. Kann ich nicht sagen genau wie. Ansonsten könnte man das Watch Dogs hinter das Minecraft Let's Play packen. Oder man packt es hinter das League of Legends Let's Play, dass man das League of Legends Let's Play so lange macht, bis Watch Dogs rauskommt und dann Watch Dogs dafür einfügt. Könnte man auch tun. Oder man macht es halt so. Das ist halt die Frage. Ich bleibe halt bei 3 Let's Plays. Es wird auf jeden Fall Ersatz kommen für Minecraft, falls ich aufhören sollte. Momentan kann ich aber echt, also ich werde jetzt auch keine weiteren Folge mehr aufnehmen jetzt heute. Ich habe jetzt noch eine Folge. Eine Folge, ja. Ich habe glaube ich noch eine Folge. Und werde mal schauen, wie ich das mache. Gut, okay. Das war's zu dem. Des Weiteren, wie folgt das Jahr? Es wird sicher jetzt in dem Kanal eine Menge Umstellung geben. Erstmal wollte ich euch danken, dass wir fast 900 Abonnenten erreicht haben. Also der Kanal wächst mittlerweile echt gut und schnell. Und die Community wird auch größer. Man sieht es manchmal unter den Videos drunter, dass doch die Beteiligung etwas reger und freundlicher immer wieder wird. Ich kann es auch immer wieder sagen, es freut mich sehr, wenn sich Leute kommentativ unter einem Video beteiligen. Es muss kein Like sein, es muss auch kein Teilen sein, es muss auch kein Abonnent sein. Aber so ein Kommentar drunter, einfach so mitwirken im Spiel, ist schon ziemlich cool. Es wird sich dahingehend jetzt sehr viel verändern, dass ich ja jetzt, wie ich gesagt, im Juli meine Prüfung beendet habe. Das heißt, ab da werde ich auch keine Schulzeit mehr haben. Ich werde also auch weniger Zeit zum Aufnehmen der Let's Plays haben. Das sollte sich aber an sich, sollte das kein Problem darstellen. Ich habe auch, wenn ich mal ein paar Wochen keine Schule hatte, habe ich immer gut hingekriegt, die Let's Plays nebenbei noch laufen zu... Oh, der wird schon. Nebenbei noch laufen zu lassen. Das sollte also kein Problem sein. Was ein, ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber was auf jeden Fall eine Umstellung wird, ist, dass ich eventuell im November des Jahres oder im Dezember des Jahres umziehe für ein halbes Jahr nach in die Schweiz oder nach Österreich. Ist noch nicht geplant, wohin, ich weiß es nicht. Für eine Saisonarbeit. Da bin ich mir nicht sicher, wie das ist, mit Let's Plays aufnehmen. Ich werde natürlich versuchen, die Let's Plays fortzuführen. Vielleicht wird es da eine Senkung geben auf 2 Let's Plays oder vielleicht ein Haupt-Let's Play. Ich kann es nicht sagen. Das liegt in den Sternen, wie das ist. Ich wollte nur schon mal darauf hinweisen, dass das dann im November passieren kann. Ja, das war das, was jetzt so zu sagen gibt. Falls ihr Fragen habt oder wie halt zu Minecraft Let's Play was sagen wollt, schreibt es in die Kommentare rein. Und ansonsten, ja, lasst euch überraschen, was demnächst hier so kommt. Ich werde, ja, müssen wir mal schauen, was wir machen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich habe euch glaube ich nicht vermisst. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Adios, amigos.